Einen wunderschönen guten Abend und willkommen am Dienstag zum Item Shop Watch. Der heutige Gegenstand, der mit dem heutigen Patch ins Spiel kam, ist dieser wunderschöne Kolibri-Skin für den Schwebebrochen. Hört auf den Namen, prachtvoller Kolibri-Skin. So sieht er in der Vorschau aus. Ich bin sogar schon im Farbmenü, damit wir das heute ein bisschen schneller machen. Der eine Farbkanal enthält Frischminze, der andere Mitternachtsgrün, der andere Erdbeere und der andere Rustikalpetrol. Wir färben das Ganze jetzt aber mal kurz um zu sehen, welcher Farbkanal wirklich genau welcher ist. Rot war klar, das ist jetzt hier vorne Brustbereich und Stirn, sowie die Augen, wenn ich mich nicht täusche. Korrekt, die Augen werden auch damit geändert. Dann nehmen wir eine blaue Farbe und färben den ganzen Vogel quasi mit dem ersten Farbkanal oben links einmal fast komplett blau ein. Jetzt nehmen wir noch eine rote Farbe, das heißt, wir können also Schulterpartien, Kopfendgefieder und Schweif einfärben. Und jetzt noch die letzte Farbe. Haben wir da noch irgendwas? Das sind hier die Spitzen, die man hier so wundervoll in der Vorschau sieht. Die werden damit noch eingefärbt. Vielleicht tausche ich jetzt einmal kurz die Farben, damit man es besser sieht. So. Also hier ist rot, da ist rot. Also ich finde die... Und der Schnabel wird eingefärbt. Korrekt, der Schnabel wird auch noch eingefärbt. So wie die Krallen. Die Krallen werden auch eingefärbt. Also ziemlich viel Detailreichtum. Und wenn ich die Farbe ändere, ändert sich auch der Flügelschlag. Also das, was man nicht sieht, sondern was so schleierhaft aussieht. Das ist ziemlich interessant. Wir lassen aber jetzt mal dieses Farbschema und schauen ihn uns im Spiel selbst an. Einmal kurz das HUD ausblenden. Ein wenig ranzoomen. Ja, so sieht der Kolibri aus. Täusche ich mich oder sind wir einen Ticken weiter oben von der Gesamthöhe mit dem Rochen? Warte mal. Zumindest kommt es mir so vor, als würden wir einen Ticken weiter oben schweben als mit dem Rochen an sich. Liegt aber vielleicht auch daran, dass der Skin ein komplett neues Modell quasi ist. Ist ein bisschen ungewohnt beim Lenken, weil vorne der Kopf der Rochen endet ja quasi hier. Wir sitzen ja quasi direkt hinterm Kopf, aber diesmal ist der Kolibri weiter vorne. Der ist auch länger, der Skin. Fühlt sich ein bisschen ungewohnt beim Lenken an. Jetzt wollen wir nochmal schauen, ob die Fertigkeit 1 was Besonderes hat. Ja. Er leuchtet zumindest schön. Das wäre insofern dieser Skin. Den Preis habe ich noch nicht genannt. Er ist eingeblendet für 2000 Edelsteine. Bekommt ihr diesen Skin im Moment. Ansonsten wünsche ich euch viel Spaß im Spiel. Bis zum nächsten Mal.